So, genau. Und freitags, was kommt da? Wir haben dann quasi 2 Tage frei, uns zu erholen, beziehungsweise guckt ihr immer nach dem Stretching- oder Faszien-Video, um euch aufzulockern. Das heißt, wir machen Burpees. Und hier machen wir quasi immer 1 Minute lang Burpees inklusive Pause. Das heißt, ihr müsst schon überlegen, sind für euch 3 Burpees in der Minute lösbar, damit ihr euch genug erholt, oder 5 oder 7 oder 10 oder sogar 15 oder 20. Das ist dann natürlich High Level. Ja? Das heißt, ich gehe mal davon aus, die meisten sind 5 okay, beziehungsweise sogar 10 für die Fortgeschrittenen. Das heißt, da brauchst du für 10 Burpees ca. 30 Sekunden und hättest dann 30 Sekunden Erholungszeit. Burpee wisst ihr ja, ihr steht aufrecht, Hände fußnah aufsetzen, abhocken, Liegestütz, entweder ablegen oder Brust berührt nur. Ja? Oder die Mädels legen sich quasi komplett hin. Ich sag mal, die ganzen Übungsformen, die ihr schon kennt, kommen über die Knie hoch, wieder anhocken und hochspringen. So, dass die Füße die Erde verlassen und die Hände über den Kopf sind. Ihr müsst nicht maximal hochspringen. Das bedeutet, ihr startet eure Zeit und dann geht's los mit Burpees. Dann macht ihr so viele, dass ihr sagt, ich habe da noch genug Erholungszeit. Wie gesagt, die meisten schaffen mindestens 5 bzw. 10 in ca. 30 Sekunden. Dann hättet ihr 30 Sekunden bis zur vollen Minute, um euch zu erholen. Und dann geht es nahtlos weiter. Und das könnt ihr mal durchziehen, quasi so ein bisschen experimentieren, wie weit ihr kommt. Die Fortgeschrittenen schaffen das bestimmt eine Stunde. Also teilt es von vornherein ein. Entweder 3, 5, 7 oder 10. Und das zieht ihr kontinuierlich durch. Ja? Jede Minute x Burpees plus den Rest Pause und Feuer frei. Dann habt ihr euch das Wochenende verdient, wenn ihr da eine Stunde durchgezogen habt. Sport frei, bis gleich.